Und damit hallo zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf diesem Kanal. Heute mit voll tollem Auspacktisch. Das ist ein Fliesentisch von meiner Oma. Und dann muss ich den ganzen Kram nicht mehr im Bett machen, wisst ihr? So wie ich das sonst immer gemacht habe. Und das wird voll cool. Weil, da muss ich nicht dauernd mein Bett aussaugen, nachdem ich fertig bin damit. Das hat nämlich hier ziemlich gekrümelt. Ich meine, ich habe jetzt da die Kisten raufgepackt, die ich so alle auspacken könnte. Was vielleicht auch nicht so schlau war, weil das ist jetzt alles wieder dreckig. Aber zumindest sind nicht überall diese Holzfussel. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich würde sagen, wir fangen damit an, ne? Ich habe quasi jetzt so einen Deal gemacht. Diesmal sind meine Pakete gleich alle da. Die muss ich diesmal nicht auspacken, weil es wurde eingesehen, dass das absoluter Bullshit ist, das andauernd zu machen. Also. Tada! Das geht noch. So, dann werde ich mich mal hinsetzen hier. So. Voll die coole Perspektive, ja. So, das ist reinzoomen. Ich muss rauszoomen. So. Ihr wisst ja wie immer, ne, dass das. Das ging mal besser, aber irgendwie. Ich weiß nicht, meine ganze Ausrüstung scheint ein bisschen zu verfallen. Aber ich glaube, es schneidet noch. Also bin ich gespannt, was wir heute hier drin haben. Sobald ich irgendwo rausgefunden habe, wo ich am besten ansetze. Ich versuche mal noch was mit dieser Kamera hier. Das wird bestimmt voll cool. Boah! Guck dir das mal an. Jetzt haben wir ja richtige Farben hier. Oh, cool. Yeah. So, ich schätze, wir setzen hier an. Die Verpackung ist schon komisch, oder? Dieses Grün. Ich hoffe, das, was da drin ist, ist dann auch grün. Sonst wäre das ja irreführend, oder? Und wir lassen uns ja nicht gerne verarschen. So, noch ein bisschen hier. Noch ein bisschen da. Ihr wisst ja, immer vom Körper wegschneiden, sonst seid ihr bescheuert. Oder war es andersrum? Ist ja auch egal. So kann ich halt besser ansetzen, sonst ist es. Au! Ist es. Ja, das geht auf. Okay, dann setzen wir hier oben noch an. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das kennen wir mittlerweile hier. So, dann ziehe ich hier noch ein bisschen lang. Ihr wisst ja, einhändig ist immer so eine Sache. Vor allem mit der Hand. Nee. Da sind Aufkleber drauf. Die Aufkleber, die wollen irgendwie nicht so ganz... Mit Macht zu sich ziehen ist natürlich noch viel schlauer. So, jetzt muss ich die Klinge wieder sauber machen. Ich brauche ein neues Messer. Das ist doch. Guck dir mal an, wie verklebt das jetzt von dem bisschen ist. Das kannst du doch keinem mehr antun. So, warte ich. Erstmal sauber machen. Am besten dabei nicht den Finger abschneiden. Muss reichen. So, hier drin haben wir jetzt eine Luftpolsterfolie. Ihr wollt das doch auch alles machen, oder? Oh. Und natürlich
hier irgendwie alles hinter mich. Hier bringt das ja gerade nichts. So ist besser, so. Und wie ihr schon gesehen habt, das handelsüblich immer sehr, sehr wichtige Wasserstäbchen. Ohne das geht nichts. Ja, ohne das wäre das alles doch nur halb so befriedigend, oder? Damit kann man dann auch immer noch schön hier so die Linse putzen, wenn man schon mal dabei ist. Oder in die Ohren oder die Nase. Und dann die Linse ist ja auch, ich lege das mal zur Seite. So, was haben wir hier? Wir haben hier das VG45 bzw. 1 durch 6. Das sind... ich glaube 0,16666. Könnte auch was anderes sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls die Figur MWSM SMAO Deluxe. Das wird irgendwann Sinn ergeben, verspreche ich euch, sobald wir es hier ausgepackt haben. Erstmal müssen wir uns hier durch diese lappigen Klebestreifen durchschnabbeln, denn die sind wie immer komplett von der Qualität her, kannst du wegschmeißen. Selbst das Klebeband von den Leuten hier ist einfach mittlerweile nur noch billig. Aber ich glaube, das war es immer. Ne. Das ging auch alles schon mal einfacher. Ihr wisst ja, ne, wenn man das einmal angeritzt hat, der Rest kommt von alleine. Schwerkraft muss mitmachen. Tada! Das kommt auch weg. Hinten. So, hier handelt es sich nämlich um den Marvel Spider-Man. Und zwar Spider-Man Anti-Oak Suite Deluxe Version. Das ist VGMMMM da so. 05445. So rum. Zahlen sind kompliziert. So, ich bin mal gespannt. Die Tüte sieht schon anders aus als sonst, habe ich den Eindruck. Oder bin ich das einfach nicht mehr gewohnt? Die ist so. Ein bisschen milchig ist die. Seht ihr das auch? Ich versuche die mal hier oben ein wenig. Ja. So. Da ziehe ich jetzt selber mit. Braucht keiner mehr. Viel besser, das einfach alles hinter sich schmeißen zu können. So. Ja, das hier ist der Spider-Man aus dem Spider-Man-Spiel für PS4. Das ist schon ein paar Jahre alt und ich hatte gehofft, dass die den nicht rausbringen, weil ich den dann haben musste. Wer das Spiel gespielt hat, der weiß warum. Wer nicht, dem werde ich es nicht verraten. Der kann sich das Let's Play vom Lugion angucken. Da wird das dann auch gezeigt, warum der Anzug so voll cool ist. Guck mal, man kann den auch aufmachen hier. Yeah. Und da ist der auch schon. Yeah. Wie kriege ich den jetzt hier am besten raus? Da ist gerade was runtergefallen. So, oben oder unten ist die Frage. Ich denke... Ich nehme bei dem hier oben. So. So, hier oben, die Naschen sind immer relativ schwer. Man will hier nichts aufreißen. So, das so klappen, so klappen, so klappen. Dann klappt das nämlich auch alles, wenn man das klappt. Dann muss man hier nur noch runterfassen und ziehen. Oder fallen lassen. Ist da noch was drin? Nee, das ist leer. Ne? Gut, dann kann das jetzt auch weg.
Ist ja noch eine Vor. Jemand diese Schichten. Weißt du, die braucht man doch gar nicht mehr. Dann könnten vielleicht ein paar Teile drumherum fliegen, aber was wir alles an Geld sparen könnten, wenn diese extra Plastikschicht hier nicht dabei wäre. Das ist doch alles Müll. So. Wird besser langsam. So, das hier sind die Netze, die sind bei jedem Spider-Man dabei. Die kennen wir ja mittlerweile eigentlich. Brauchen wir die auch nicht, weil davon haben wir schon ein paar tausend. Weg damit. So, hier ist so ein bisschen Stoff, der ist egal. Handgelenke. Das ist wichtig, denn damit fällt er nicht um. So, Hände. Was ist das hier? Ah, das könnte was zum Netze schießen sein. Cool. Davon haben wir zwei. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Netze nehmen, um das so und das hier vielleicht, um zu gucken. Ja doch, die kommen da rum, oder? Hier, so sieht man da. Ja gut, ich nehme das nochmal als Referenz mit. So, dann steht der da, dann kann ich mir das angucken. Wir können das jetzt natürlich alles einzeln rausholen oder wir sind schlau. Pass auf. So. Das hier ist nicht ganz raus, aber da ist ja noch was drüber. So ist besser. Braucht ja keine blöde Gebrauchsanweisung. So, das hier ist der neue Mantel, den Spider-Man hat. Den nehmen wir immer weg. Weil warum braucht man den? So, das ist auch alles Müll. Es geht nicht von der Hand ab. Die Tüte vom Kopf, wir wissen ja, das ist dämlich. Ach, hier unterm Arm ist auch noch was. Und, oh nein, nicht schon wieder Handschuhe. Und Stiefel. Das ist jedes Mal der größte Scheiß an der ganzen Sache, weil die kriegt man einfach nicht auf. Da muss man irgendwie den Kleber lösen oder so, der da ums Handgelenk drum ist. Oder sonst was machen. Und dann macht man irgendwann alles kaputt. Und das braucht ja eigentlich gar keiner, weil warum sollte das auch? Und warte, ich ziehe einfach den Arm ab und dann geht das auch weg. So. Oh, hier ist er schon. Wir haben hier einmal das, ne, das war vorher drum und dann haben wir das hier und hier passt ein Netz rein. Man muss also diese Webshooter muss man austauschen, wenn man dem Netze an die Hände geben will. Das ist ja auch mal bescheuert. Oh, guck mal, der ging ab, der ging einfach so ab, da musste ich nur ziehen. Das war cool. Ob das bei den Füßen auch so geht, wäre schon cool, wenn. Aber ich habe da so Zweifel, wie immer. Müll hier mal weg. Aber vielleicht kann man den Fuß genauso abziehen? Nee, das wäre nicht gut. Der ist direkt am Anzug mit dran, so. Aber es geht doch auf. So. Und jetzt noch das hier. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, der geht genauso gut auf, aber nein, tut er nicht. Jetzt ist offen. Cool, dann kann ich das ja wieder in die Hand nehmen. So, das ist der neue coole Spider-Man. Und zwar der Anti-Ock-Suit Spider-Man. Und ich da gerade so gucke. So rum muss das. Ich habe das falsch rum ran gemacht. Hand ab. Umdrehen. Und Hand wieder dran. So. Hände. Was haben wir da? Oh, wir können jetzt den Daumen nach oben geben. Die Spritzehände haben wir auch. Hier ist noch ein Daumen nach oben mit der anderen Hand. Da haben wir ein paar Fäuste. So, das ist das Ding hier. Das passt zu dem. Dann haben wir noch offene Hände, weil... Hier sieht das, glaube ich, gerade gar nicht, weil ich die Kamera woanders hinhalte.
Hier sind noch ein paar Augen, weil wir brauchen jetzt immer neue Augen bei Spider-Männern, sonst wollen die Leute ihr Geld zurück. Und irgendwie soll der Anzug wohl richtig cool leuchten können, aber davon sehe ich noch nichts. Moment. Hier wurde ja gesagt, das ist in etwa so wie so ein Verkehrsschild. Das heißt, dass der richtig cool leuchten kann, wenn man den anstrahlt. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt machen will. Also habe ich mir mal so ein Telefon genommen. Und ich weiß nicht, sieht der jetzt aus, als würde der leuchten? Nicht so richtig, oder? Das ist halt hell, weil ich das hell mache, aber... Eine Idee habe ich noch. Moment. So, wir machen das mal mit so einem Ding hier. Und ja, yeah, so müsste der eigentlich leuchten. So sieht der auch viel cooler aus. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt immer da haben kann. Auf jeden Fall die Augen leuchten, aber wir haben halt kein Licht, wenn ich das so mache. Deswegen, Moment. Hier noch coole Disco-Netze. Solange es noch da ist, da habt ihr was zu gucken. So. Steckdosen braucht ja keiner. So. Kriege ich den jetzt irgendwie hingestellt, den? Damit ich den mir mal angucken kann. Guck mal hier, die Rüstung, wie cool die aussieht. Boah. Bleib stehen. So. Boah. Der ist aus dem gleichen Anzugszeug gemacht wie der Dr. Octopus in dem Spiel. Deswegen ist hier noch was anderes dabei, damit er einfacher stehen kann. So, wir haben hier einfach das normale Hinstelldings. Hier ist das normale Hinstellbums. Ja, 2021 steht hier. Das ist schon ganz komisch, muss ich sagen. Weil eigentlich sollte die Figur erst nächstes Jahr rauskommen. Du bist zu früh. Und andere wie Captain America sind viel zu spät. So, das kann man jetzt also so drüber lassen und ihn einfach hinstellen. Oder man nimmt es ab. Und freut sich, dass da noch mehr Löcher sind. Die sind nämlich hierfür. Dafür. Ich hab noch eins, guck mal hier. Das, hier ist nichts mehr, oder? Das sind nämlich alles Dr. Octopus Tentakel. Und wenn man die jetzt hinzufügt, dann sieht das alles viel, viel geiler aus. Ich muss nur rausfinden, wie. Das hier scheint mir richtig zu sein. Der passt bestimmt ganz gut hier vorne hin. Oder hier hinten. Oder vielleicht auch nicht. Der hier ist auf jeden Fall für eine Seite, oder? Das könnte richtig sein. Oder kommt der lieber hier hin? Ja, naja, wenn ich den hier hin mache. Nee, das geht nicht. Da passt der, muss hier hin. Woanders passt der gar nicht hin. Wobei ich das Gefühl habe, der passt sowieso nirgendwo hin.
Okay, das Loch hier ist zu weit entfernt. Seht ihr das? Das geht so nicht. Oh, jetzt kriegt der auch noch rum. Hier hinten, das ergibt keinen Sinn, weil da kommt der nicht darauf. Also muss der hier vorne irgendwie raufpassen. Da muss man nur genau mit etwas Druck arbeiten und dann haben wir hier voll den coolen Tentakel dran. Glaube ich. Ja, doch, so geht das. Und dann packe ich den mal hier hin. Ja, genau. Und den dann wohl vielleicht. Kommt der doch woanders hin? Ah nein, der muss hier hin, der muss hier hin. Guck mal. Wenn du da hinguckst, dann siehst du da so Linien. Da geht die Linie da rein, hier geht die Linie da rein. Also muss der hier bestimmt hier so dran. Weil anders passt das ja auch gar nicht mehr. Und dann ist immer noch das Loch da frei. So. Ich glaube, die kann man nicht weiter biegen, oder? Die sind so, wie die sind. Guck mal, da sind kleine Zangen, mit denen kann Dr. Octopus kleinere Sachen machen. Und das hier sind dann die größeren, die sind für coolere Sachen. Und das hier kommt hier jetzt einfach so rein. So. Kann man noch ausrichten. Es wäre ja schade, wenn der irgendwie falsch steif dasteht. So, dann hier oben einmal abschrauben. Weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Das hier draufstecken. Und das wieder draufpacken. So. Aha. Jetzt kann man eigentlich einfach diesen Spider-Man so ein bisschen in Form bringen. Ein bisschen drehen und knebeln und kneten und so und dann die Klammer drum und dann bam, fällt ja auch fast nicht mehr um. Bleibst du mal hier oben, wenn ich dich so hochpacke? Das ist ja so voll cool. Ich meine, wäre jetzt Dr. Octopus noch dabei, wäre das noch voll coolerer, als jetzt schon ist. Und wenn ich hier die Pose besser hinkriegen würde, wäre das auch noch viel, viel coolerer. Und was ist eigentlich mit dem Kopf? Der ist wieder ganz normal dran, oder? Ja, doch, das ist kein Magnetkopf. Der hier ist richtig dran. Wir können also nicht den Tom Holland-Kopf darauf machen, was ein bisschen doof ist, aber naja. Guck mal, da unten steht sogar Antioxid. So, das war's dann also für dieses Mal mit dem Unboxing. Nächste Woche haben wir auch was ganz, ganz Tolles. Ich weiß noch nicht, ob es von dem Stapel ist oder ich noch den anderen Stapel mir hole, aber irgendwas werden wir schon finden. Auf jeden Fall war es das für das heutige Advents-Unboxing und ich sag dann mal Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Nehmen wir lieber die Klaue hier. Voll cool.